Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dramabox von Shindy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Drama von Shindy, das Ganze heute, den 12. Juli, erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box und wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Einmal hier aufschneiden. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine schwarze Box im Hochglanzlook. Also die ist echt auf allen Seiten so glatt. Hier oben haben wir einmal den Shindy-Schriftzug, der ist hier so eingeprägt. Den kann man hier wirklich fühlen. Und ansonsten ist das Ganze hier komplett in Schwarz gehalten und wie ihr sehen könnt, es reflektiert echt, echt stark. Hier unten haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, so viel dazu. Hier hinten ist das Ganze dann entsprechend befestigt. Bedeutet, der Deckel ist nicht abnehmbar, aber aufzuklappen. Und wenn man sich das so ansieht, ja, also das kann schon was. Hier oben im Deckel haben wir einmal das Label, das Logo seines neu gegründeten Labels Friends with Money. Diese zwei kleine Kinder, die hier mit jeder Menge Geld hantieren. Dann haben wir hier links und rechts, nein, nur links, so ein Stoffbändchen, das hier innen befestigt wurde und den Boxdeckel hier hält, damit er nicht nach hinten klappt. Wir haben einmal das Album an sich und eine Kreditkarte. Die wurden hier beide in dieser Fassung hier befestigt. Das Ganze hier so eine Stoff wie so eine Samtoptik. Und das Ganze ist dann natürlich auch rauszunehmen, wenn auch schwer, denn darunter haben wir dann die zweite Etage und hier haben wir dann noch einen Pullover plus einen schwarzen Streifen, also einen Sticker. So, dann machen wir diese zweite Etage mal wieder rein und machen den Boxdeckel runter. So, die Box machen wir mal zur Seite. Und nachdem hier einmal der Pullover noch in Folie ist, holen wir den hier raus. So wie natürlich diese Karte. Jawohl. So, das Album spannenderweise nicht eingeschweißt. Das kommt so nackt hierher. Und dann starten wir wie immer mit dem Album. So sieht das Ganze aus. Also das Cover dürften die meisten schon kennen. Es wurde ja recht früh als Cover festgelegt und entsprechend auch veröffentlicht. Es ist das insgesamt vierte Solo-Album von Shindy. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Es ist auch das erste Album über eigenes Label. Die letzten drei sind ja allesamt über Erst guter Junge erschienen. Hier haben wir einmal einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Darunter lesen wir Drama. Und dann haben wir hier den Interpreten Shindy in einer ganz speziellen Jacke, also sieht so aus nach einem Pelzmantel. In seiner Hand wohl eine Flasche, Sonnenbrille am Start und dann hier so drei Neonröhren. Hier lesen wir auch Drama Shindy, das Ganze in diesem blasslila gehalten. Auf der Rückseite haben wir spannenderweise keine Tracklist, sondern wir haben hier die Credits, einen Barcode und in der Mitte griechische Wörter und ein Foto einer etwas älteren Dame. Ja, das ist die Großmutter, also das ist Shindys Oma. Sie heißt Sophia und genau darauf nimmt auch dieser Text hier Bezug, also diese zwei griechischen Zeilen. Hier steht, wenn man das auf Deutsch übersetzt, so viel wie gewidmet meiner Großmutter Sophia. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die nicht mehr unter uns weilt, dass sie gestorben ist. Und wer sich mit Shindy befasst hat, beziehungsweise seine Biografie damals gelesen hat,
der weiß, was für einen Stellenwert sie in seinem Leben hatte. Also, dass sie sehr, sehr viel, oder er sehr viel Zeit und sehr viel seiner Kindheit mit ihr verbracht hat. Wir haben hier einmal das Album an sich, beziehungsweise ja, das Booklet zuerst, bevor wir zum Album kommen. Das Booklet natürlich auch in diesem blasslila gehalten. Hier haben wir einmal die Infos, dass es executive produced wurde von Shindy, Nico, Chiara und OZ. Da haben wir die drei Herrschaften, in der Mitte Shindy, links dann OZ und rechts Nico, Chiara. Genau, das ist das Lokal, das Restaurant, das Wirtshaus, in dem Shindy da einen Großteil seiner Kindheit zugebracht hat. Dann haben wir hier eine alte Plattensammlung, eine MPC auf einem Teppich, ziemlich alte MPC, dann ein Studio, das dürfte wohl Status aktuell sein, jawohl, so sieht das dort aus bei Friends with Money. Dann haben wir hier diverse Videokameras, eventuell ist das vor dem Studio. Dann haben wir noch eine Sanduhr. Und zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album. Ja, recht ungewöhnliches Booklet. Also was mir etwas negativ auffällt oder was mich stört, ist, dass wir hier gar keine Infos drin haben. Also über die einzelnen Tracks, wer hat produziert. Es gibt nicht mal eine Tracklist im Endeffekt oder gemixt, gemastert. All diese Infos, die fehlen mir jetzt etwas. So sieht dann die CD aus. Die ist komplett in Silber gehalten. Drama lesen wir hier. Und auf der Rückseite auch wieder blass lila. So. So viel zum Album. Also, nachdem hier ja keine Tracklist oder irgendwas zu finden war, kann ich es euch auch so sagen. Wir haben auf dem Album 16 Tracks und keinerlei Features. So, dann kommen wir zu diesem guten Stück hier. Wir haben hier eine hellgraue Kreditkarte. Auch hier wieder Friends with Money zu lesen, sowohl hier im Hintergrund als auch hier natürlich geprägt. Dann haben wir eine Seriennummer der Karte und 1207. Also, normalerweise steht ja immer Jahr und Monat, in diesem Fall ist das Release Date, 12. Juli. Dann haben wir hier noch das Feld für die Signatur, für die Unterschrift. Hier kann man dann unterschreiben, falls man möchte. Aber das Ganze ist natürlich keine richtige Kreditkarte, sondern ist ein... Wenn ich es schaffe, so. Ist ein USB-Stick. Und was sich auf diesem USB-Stick befindet... Das ist auch ein ziemlich starker Boxinhalt, denn auf diesem USB-Stick befindet sich das... Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr, das Ding hier rein zu klippen. Ja, ich lasse es einfach mal so. Befindet sich das Hörbuch, und zwar das Hörbuch dazu. Also, Shindy hat ja im Mai 2016 damals seine Biografie veröffentlicht, Der Schöne und die Beats. Habe ich mir damals natürlich zugelegt. Und dieses Buch gibt es nun als Hörbuchvariante. Ich gehe mal stark davon aus, dass er das selbst eingelesen hat und dieses Hörbuch dann eben exklusiv hier auf diesem USB-Stick. So, dann haben wir einen Pullover mit dabei. Eine Folie. Dieser Pullover ist in schwarz gehalten und wir haben hier auf der linken Brustseite einmal den Schriftzug Drama. Hier sehen wir im Hintergrund dann auch wieder auf diesem A und dem M das Gesicht von Shindy. Darunter haben wir die Shindy-Unterschrift, Friends with Money und Sony Music. Also einmal das Label und der Vertrieb des Albums. Und die Rückseite sieht dann so aus. Also hier nochmal das Albumcover groß aufgedruckt hier als Backprint. Und auch hier drunter haben wir den Verbraucherhinweis. Drama, Schriftzug und dann noch diese drei, die wir schon von der Vorderseite kennen. So, wir haben sowohl hier die Ärmel als auch oben hier am Kragen, am Hals das Ganze gerippt. Auf der Unterseite allerdings spannenderweise nicht. Also hier beim Bauch ist das Ganze locker gehalten und wir haben es hierbei zu tun mit einem Pullover in der Größe L. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier etwas, jawohl, vorfinden. Hier lesen wir noch Friends with Money, dann die Wasch- und Pflegehinweise
Und das Ganze ist, wo haben wir es? 100% Baumwolle und Made in China. Grüße gehen raus. Wir packen den Pullover wieder zusammen. Dieses Sweatshirt. Einmal und zweimal. So. Und dann haben wir noch einen weiteren Boxinhalt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was ich mit dem anfangen soll. Also es ist einfach ein schwarzer Sticker, rechteckig, recht lang. Ja, ob damit irgendwie was auf der Box abzukleben ist oder was man damit jetzt genau machen soll, keine Ahnung. Falls ihr es wisst, könnt ihr mir es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Jo, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Pullover. Dann dieser ominöse Sticker. Wie gesagt, Verwendungszweck bleibt euch überlassen. Diese Kreditkarte inklusive USB-Stick, auf dem sich das Hörbuch zu Der Schöne und die Beats befindet. Sowie natürlich das Album an sich. Insgesamt 16 Tracks und keine Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Drama von Shindy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shindy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.